Moin und herzlich willkommen zurück zur Spielwoche Nummer 1. Es geht endlich wieder los. Heute zu Hause gegen die Green Bay Packers. Ey, 2 Tage ohne Football, das geht ja gar nicht. Nur theoretisch, theoretisch. Wir wollen wieder Praxis, wir wollen wieder loslegen mit unseren neuen Stars. Vielleicht die kommenden Stars von morgen. Wenn man hier schon mal sieht, Cherry und State sind 80. Ich habe nichts gemacht. Ich denke mal einfach nach der Regular Season, nee, nach der Preseason haben sie ein bisschen was dazu gewonnen. Also wir haben jetzt hier zwei solide 80er aus dem Draft gezogen. Judy ist 76, der hat sich auch nochmal ein bisschen verbessert. Können wir gleich mal gucken in der Defense. Ah nee, die sind 72 und 71 geblieben. Sindayo ist 76, wie gesagt, da müssen wir nochmal reagieren, aber das machen wir erst im nächsten Draft. Ja, 70, das bleibt so. Ist ein ziemlich schwacher Backup, aber trotzdem A+, weil Smith haut alles weg. So, Cornerbacks bleibt auch so. Ich glaube, ich habe gesagt, wir wollen so in die Saison gehen, genau, weil wir wollen gucken, was kostet der gute Stephon Diggs. Stephon Diggs, genau. Es ist alles ihm untergeordnet. Mit ihm steht und fällt das ganze Ding. Und danach, ich hoffe, er kommt relativ früh in der zweiten, dritten Woche und will Vertrag verlängern. Danach gucken wir mal. Ich will einen neuen Quarterback noch als Backup, weil das hier ist das Mumpitz, das ist nix. Dann bin ich mit dem Rest eigentlich zufrieden. Ja, Offensive Line bin ich dieses Jahr echt mal wirklich zufrieden. Bin gespannt, was wir reißen mit denen. Defense würde ich noch gleich vielleicht noch so ein, zwei Backups noch verpflichten. Ja. Ja, ist vielleicht auch nicht so unbedingt nötig. Ach, egal. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Wir legen los. Wir haben Bock. Wir wollen endlich wieder was sehen. Gleich mal gehen die Green Bay Packers gegen Aaron Rodgers. Wir haben 86er Stärke. Und sie haben 88er Stärke. Und wir machen keine Uniform editieren, weil wir in Color Rush spielen wollen. So, Mike Zimmer auf Level 14 hat 1059 Legacy Points. Da müssen wir auch mal gucken, ob der nicht noch. Den müssen wir auch noch leveln, fällt mir gerade ein. Ah, wir müssen auf jeden Fall. Wir spielen im Owner Mode und wir machen viel zu wenig im Owner Mode. Wir machen eigentlich nur spielen. Wir müssen da auf jeden Fall noch was machen. Ich habe vor der Saison noch ein bisschen die Preise angeglichen. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder zeigen, damit ihr das auch mal seht. Und ja, da müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir den Coach noch ein bisschen verbessern. Weil ich denke mal, er wird richtig fette Erfahrungspunkte haben. Wäre doch schwachsinnig, wenn nicht. Kai Rudolph wollen wir dieses Jahr wieder ein bisschen besser einbinden. Mal gucken, ob es klappt. Und das hier ist einfach unser Superstar, Stephon Diggs, mit Dalvin Cook zusammen. Mit den beiden steht und fällt einfach alles. Deswegen mal gucken, wie die Saison so laufen wird. Es wird ja ein bisschen schwieriger jetzt in der Preseason. Quatsch, Regular Season. Einfach mal alles total durcheinander würfeln. In der Regular Season. Weil wir haben die Patriots und die Seahawks noch mit drin. So, und Ty Montgomery läuft los für 4. 2 und 6 für 6. Solomon Bass. Jetzt sehen wir auch neue Spieler. Der Solomon Bass war schließlich, denke ich mal, einer aus dem Draft. Ein Rookie. Nelson für 11. Erster und 10 für 9. Nelson. 2 und 1 für 7. Aaron Rodgers läuft selber. Red Zone erreicht. Noch 19 Yards zu gehen. Red Zone wieder nicht erreicht. Alter Schwede. So kann man natürlich mal in die NFL starten. Der Rookie Bass macht einfach mal Touchdown. 29 Yards. Oh ne, das gefällt mir nicht. Stephon Diggs als Recoverer. Als Punt Returner oder Kick Returner. Das finde ich nicht gut. Da müssen wir nochmal eingreifen. Das ist schon ein größeres Verletzungsrisiko. So, was ist das? Get 200, was Karriere? Okay, er soll seinen 200. Karriere-Catch machen. Kriegen wir hin. Wiedersehen. Ja, nice. Oh, jetzt macht mir das Laufen über die rechte Seite Spaß. Die beiden Rookies da gerade sehr schön geblockt. Und wollen wir gleich nochmal sehen, ob es nochmal klappt. Das war doch Zucker. Wie die beiden Brecher da. 62 und 60 müsste das sein. Jawoll. Zwei Rushes schon 21 Yards gemacht. 2 und 3. Zwei und drei. Lass mal nochmal laufen, was? Come on. Lass nochmal laufen. Dritt und 2. Aber Weekly Goal ist bei Devin Cook schon abgeschlossen. 6 Yards nach Kontakt. Auch sehr nice. Das ging sehr, sehr schnell.
So, jetzt gucken wir mal. Bucky Hodges ist ja noch bei uns im Team. Das bleibt auch so. Aber wir spielen auf Cook. Neues First Down, noch 41 Yards zu gehen. Jawohl, da feiert er sich. Zu Recht, zu Recht. So, Play Action. Read nach rechts. Gucken wir gleich mal, wie schnell Smith-Schuster wirklich sein kann. Oha! Da hätte es schon mal direkt in die Hose gehen können. Da war er eigentlich besser positioniert, aber im Endeffekt doch nicht. So, jetzt aber Dix. Come on. Zweimal ist der Catch. Hat Flagge für Face Mask. Da gehen wir noch ein paar Yards nach vorne. Schweine, das habe ich gesehen, mein Freund. So, auf geht's. Wer guckt denn da so grimmig? 13 Yards noch zu gehen. Oh ne, ich wollte nicht switchen, ich wollte nur gucken. Hier, wir lassen jetzt mal Rudolph spielen. Ist jetzt eigentlich ein neues Ziel? Ne, er zeigt nichts an. Okay, also hat das Dix gut gemacht gerade. Come on, Rudolph. Hat da. Sehr schön. Wir müssen dieses Jahr ein bisschen mehr mit Rudolph spielen. Er hat sich zwar prächtig entwickelt, aber ich denke mal auch nur, weil wir so viel gelaufen sind. Dass er da durch das Blocken immer viele Erfahrungspunkte kassiert hat. Ja, und da ist er drin. Touchdown. Nice. Cook hat's gemacht. First rushing touchdown. Ja, schön freigeblockt. Da hätte er sich auch noch losreißen können. Dann wird er von Ryan getackelt. Aber ich glaube, Ryan lässt auch los, weil er weiß, er ist im Touchdown-Feld. So, Will Lutz mit seinem ersten Punkt für die Minnesota Vikings. Den haben wir 5 Jahre verpflichtet. Das ist nice. Den haben wir erstmal sicher. So, Aaron Rodgers fängt wieder an für 4. 2 und 6 fallen gelassen. 3 und 6 für 22 Yards. Der ist stark. Erst und 10 fallen gelassen, nicht angekommen. 2 und 10 für 16. Das mit Nelson läuft aber gut hier. Unsere Defense noch nicht ganz da. Patrick Crane, neuer Tight End. Montgomery fängt für 4. Red Zone erreicht. Rodgers noch 15 Yards zu gehen. Na? Nice! Red Zone Defense hält. 3 Punkte Green Bay. Und der ist auch noch verschossen. Optimal. Sehr, sehr gut. Das nenne ich Red Zone Defense. So, Schuster. Jetzt aber. Kurzer Prozess von der 47. Den hat er aber schön umgehauen. Wir machen Flanker dick und dann können wir immer noch selber laufen. Je nachdem, wie die auf das Ding reinfallen. Nein, das war ein Fehler. Aber es hat funktioniert. Der war scheiße knapp. Da habe ich den Blitz erkannt und dann habe ich ihn irgendwie doch verkackt. Obwohl, eigentlich war es halt doch nicht verkackt. Das war ja schon ziemlich gut. So, wir gehen mal über die linke Seite. Und die ist dicht. Ein Jahr trotzdem. Machen wieder Play Action. So, Smith-Schuster, erzähl mir was. Nein! Oh, den hätte ich so gern gespielt, weil im Backfield auf der rechten Seite war nicht viel. Das hätte ich natürlich gucken müssen, wie sich der Cornerback entwickelt da. Aber so sah es schon ziemlich geil aus eigentlich. Schade. Ich nehme den Inside Zone, switche ihn aber auf die rechte Seite. Ja, da war kein Blocker mehr da. Die Lücke war frei, aber da war da gleich der Gegner. Nur die Ruhe, Trainer, nur die Ruhe, wir machen das schon. Ich weiß auch schon wie. Wenn nichts mehr hilft, dann holen wir immer Bucky raus. Obwohl ich sagen muss, die Bucky-Route hat uns ein paar Interceptions eingefangen, ne?
Mal gucken. Den hat er. Nice. Steht auf. Bitte nicht. Und ey, wir haben schon einen richtig fetten Cornerback verloren. Also das heißt richtig fett, aber es war halt schon scheiße. Nee. Die Packers haben einen Spieler verloren. Dafür mussten sie auch einen Timeout nehmen. Schade, aber danke fürs noch reinrollen. So, Angel Smash. Mein Ziel wird sein, dass Cook nach vorne kommt und dann den Ball fängt. Nee, super Defense. Wir die 47, ne? Also Ryan macht ein gutes Spiel bis jetzt. Er bleibt mir auf jeden Fall im Gedächtnis, der gute Kerl. Ja, Minute und 7 noch Zeit für 33 Yards, 2.10. Ah, Boney, was war das denn, Mann? Ist schon ein bisschen anrempeln, du musst ihn auch schon dann irgendwie versuchen zu kontrollieren, den Gegner. Mach ungern immer wieder dasselbe, aber ich hole wieder Bucky aus der Kiste. Never change a winning System, Idee, was auch immer. Jawohl! 30, wir kriegen noch einen schnell hin, come on. Stellt euch auf, wir kriegen nur einen schnell hin. Mal kurz ein paar Yards machen und dann einen Timeout nehmen. Ja, oder wir halten so die Zeit an. Schade, Smith. Ja. Touchdown. Nein! Ach, come on! Starke Defense. Muss man neidlos anerkennen. Was? Och, Bridgewater, was war das denn wieder für eine Aktion? Na komm, wir machen viel cool. Wo hat er denn den hingeworfen? Ja, ich weiß, er war weit offen und es war kein Stress. Ja, ich weiß. Danke, dass die Kommentatoren das nochmal aussagen. Lutz hat die 1, auch sehr nice. Ah, da verstehe ich echt nicht, was gerade das Problem war. Er war echt weit offen. Und bei Rogers geht aufs Knie, macht kein Risiko mehr. Verständlich. Und wir dürfen aber direkt wieder starten zur zweiten Halbzeit. Optimal. Kopf durch die Wand. Wir haben jetzt mittlerweile auch mehr Yards als Green Bay. Haben sie da auch wieder eingeholt. Neues First Down. Nochmal. Yu-Gi-Oh! Route. Für Adam Thielen. Alter, die 53. Gefällt mir. Ich mag solche Spieler. Und Adam Thielen hält den Ball fest. Das mag ich natürlich auch. Sehr, sehr schön. Ja, drück uns noch ein bisschen darüber. Ist okay. Wir wollten nur ein Yard, haben 5 bekommen. Alles gut. Jawoll. Wichtig war, dass der Block vorher gepasst hat. Ne? Hier vorne sieht man es jetzt. Der eine wird ja schön weggeschoben. Die 97. Der 60er hat gut den Block gesetzt. Und das ist Stat. Den guten Jungen haben wir aus dem Draft geholt. Second down throw for Bridgewater.
Nee, so nicht. Ich hätte auf Hodges spielen sollen, links ist mir aufgefallen. Das Dreieck war ziemlich lange alleine und als ich dann mich umorientiert habe, war es dann natürlich nicht mehr alleine. Egal, Dix organisiert das jetzt hier. Cincinnati gegen Cleveland, Seattle gegen LA. Tada! Stark. So mag ich unseren guten alten Stephon Dix. Jawoll, mal wieder ein Play-Action. Rollout auf Smithy Schuster. Hat er! Hat er nicht fallen gelassen, oder? Hat er wieder fallen gelassen. Also wenn mich was stört, dann nur das. Wenn mich was stört, dann nur das. Schade. Als ich dann auf Rudolph werfen wollte, war das Fenster zu. Heute viermal das Ziel gewesen. Ja, heute ist auch das fünfte Mal das Ziel sein. Ich werde nicht Zeit kriege. Oh, shit. Ja, Bridgewater holt sich ihn aber zurück. Wenigstens das. Cedalis. Den Jungen wollten wir holen. Beziehungsweise den hätten wir auch auf dem Zettel. Cedalis. Das war der Cornerback, den sich Green Bay geschnappt hat. Falls ihr den Draft mit verfolgt habt. So. Jetzt haben wir Green Bay eingeladen. Jetzt muss die Defense zeigen, was sie kann. Heute noch nicht ganz auf dem Feld. Oh, Anthony Barr hat einen Tackle gemacht. Nice. Jetzt ist es wichtig, dass er einen Sack macht. Come on! Yes, sehr schön. Vielleicht ein Field Goal wieder. Und der trifft sogar. 10-10. Okay, wir haben 3 Punkte nur verloren durch diese dumme, dumme Interception. Aber das ist ja noch alles glimpflich ausgegangen. Hätte uns schlimmer treffen können. Dann haben wir schon mal einmal Minus, was die Turnover angeht. Oder Plus, wie rechnen die das? Schön, Hodges! Genau zur richtigen Zeit umgedreht, den Ball mitgenommen und go! Come on, Teddy Bridgewater, aus dem haben wir noch einen richtigen Superstar. Smith Schuster, bitte halt jetzt mal einen Ball fest. 7 Yards pro Versuch ist super. So, hinten ist jetzt so viel Platz, mein Freund. Jetzt musst du nur... Fuck! Da war Perry da. Aber wie er uns umgehauen hat, nur mit dem Dings, ne? Mit der Brust. Können wir mal eine Wiederholung sehen? Vor allem, wo ist der? Ach so, ist eine Play-Action, deswegen dauert das länger zu weg. Ja. Boom! Ah, okay, ein bisschen Hand war auch dabei. Alter Falter! Da sieht Teddy erstmal ein paar Sternchen. Der könnte wehtun. Oh, Schwein gehabt. 3. und 18. Crossers. Wir müssen zwar nichts riskieren, aber ich will es jetzt. Da hinten ist nichts. Da hinten ist absolut nichts. Und ich mach's genau falsch. Könnte den, danke. Oh Mann, das zweite Mal. Ich hätte noch weiter nach links aus, rechts rauslaufen müssen. Naja, vielleicht haben wir wieder Glück und die Defense hält es. Ja, okay, so geht's natürlich auch. Ja, 3. und 11, come on. Sehr schön. Das sind 3 Punkte, wir haben genug Zeit. Und jetzt machen wir unser ganz normales Spiel. Viel laufen, viel Zeit verplempern und dann machen wir einen Touchdown und gehen 17-13 nach Hause. Und keiner hat gesehen, dass es total scheiße war.
Und das Problem ist, dass wir hinten liegen, deswegen kriege ich jetzt hier keine Laufspielzüge reingeswitcht. Ach, come on. Ui, hier mal so ein... Das wäre natürlich auch... Aber nee. Coach, du blöder Lappen, gib mir doch mal... Oh nein, jetzt dauert das wieder so lange. Come on, come on, come on. Wir müssen den Spielzug schnell machen. Naja. Einigermaßen gerettet. Danke, zweit und kurz. Finde ich super, dass wir laufen dürfen. Oh, Dix hat geblockt. Habt ihr gesehen? Stark. Sah gut aus. Prime Time. Gut, dass man nicht immer zuhört, was die da von sich geben. Ja. So this offense really needs to make something happen here late in the fourth with the football. Bridgewater to throw it. Das war Schuster, na endlich. Schön festgehalten, Keule. Nee. Jetzt kein Risiko mehr eingehen. Vielleicht mal selber laufen, um die Defense ein bisschen zu verarschen. Oder wir uns verarschen uns selber. Mal gucken. Du bist nicht so schnell wie ich. Yes! Aber out of bounds, das ist natürlich... Na gut, kriegen wir noch einen Spielzug vor der 2-Mil-1, geht ja auch noch. Dann machen wir irgendwas Kleines. Ich werfe einen Laufspielzug. Es ist ja deprimierend, dass ich jetzt schon meine eigenen Sachen hier angeben muss. Wir versuchen es immer eine Runde zu verarschen mit dem Jet Sweep. Darf McKinnon auch mal eine Runde mitspielen? Ah, fuck! War nett, Digga! Den einfach nur zu schubsen bringt natürlich dann auch nichts. Okay, 2-Mil Warning. Jetzt brauche ich die super safe Runde. Und das ist natürlich... Ja, jetzt kriegen wir Laufspielzüge. Was stimmt mit dir nicht, Mann? Gib mir die Bucky-Route. Die brauchen wir jetzt. Danke. Entweder Bucky oder dann natürlich Cook, ne? So. Jetzt würde ich gerne mit Cook durch die Mitte laufen bei 3 und 2. Kopf durch die Wand? Komm, Kopf durch die Wand. Was? Nein. Wieso knickt der da ein? Zu früh! Egal, scheiß drauf. Chit, chit, chit! Viel zu früh, Mann. Ich wollte nur ein Yard, Mann. Ah, wie gut, Alter. Den sollten wir vielleicht öfters schon mal in der Mitte ausprobieren. Der war ja richtig frei danach. 17-13. Führung übernommen, 1:30 noch zu spielen bei 3 Timeouts für Green Bay. Das ist eklig. Aber auf jeden Fall müssen sie mit einem Touchdown... Ja, sehr schön, Smith. Auf jeden Fall müssen sie mit einem Touchdown abschließen. Sehr schön, Smith. Fangen die nächstes Mal bitte, dann wär's noch geiler. Oh, Griffin, du geile Sau. Come on, stoppen, stoppen. Yes. Defense hält. Danke dafür. So, jetzt hier keine Scheiße mehr bauen und dann geht's ab nach Hause. Ah, ne, wir sind ja schon zu Hause. Hehe, dreh ich mich sogar noch für euch. Na, ja, nimmt man ein Timeout, das ist kein Problem.
issue. Yeah, but still a one possession game. This one not fully over yet. They run it again with Cook. Einmal stoppen bitte. Danke. Stark, ey. Ja, hat er da festgehalten und dann ging nichts mehr. So, letztes Timeout, was wir wegsnacken dann. Oh, ich wollte noch an der 76 vorbei, ey. Du mieser Hund, ey. Hält er uns da fest. Dritte und fünf. Ich habe mir gerade gesehen, was gut funktioniert hat, ne? Das war dieser Quick Pass. Der hat ja, wie viele Yards Touchdown waren das? Ich weiß gerade gar nicht, aber es hat echt was gebracht. Ah, jetzt steht einer hinten, jetzt fasst einer auf. Fuck! Egal. Nein, 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 nein! Wer liegt denn? Bitte nicht Bridgewater. Dann brauche ich nämlich für nächstes Spiel direkt einen neuen Quarterback. So, Will Lutz macht sich erstmal unsterblich. Gewinn. Obwohl, warte mal, unsterblich ist noch gar nichts. Aber 54 Sekunden. Ich hasse es, wenn Aaron Rodgers noch auf dem Feld ist. Hail Mary und dann gibt es Verlängerung. So, jetzt geht's los. 53 Sekunden. Erster und 10. Nein. Zweiter und 10. Für 8. Noch 46 Sekunden. Dritter und 2. Incomplete. Vierter und 2. Gesackt. Wir sind dran. Gehen wir aufs Knie. Eigentlich geht man aufs Knie. Egal, kommen wir mal noch ein. Was ein Tier, Alter. Was ein Tier. Es ist Derby-Zeit. Wir machen noch ein bisschen was. Junge! Habt ihr das gesehen? Habt ihr es gesehen? Timeout. Habt ihr das gesehen? Die lagen alle auf dem Feld. Oh, Junge, wie haben sie die denn kalt gemacht? Die haben sie komplett zerstört. Die O-Line hat die dann komplett zerstört. Ja, und jetzt haben sie unseren Running Back zerstört. Losing a yard on the play, and that'll bring up a second and goal. Now that was a terrific play. We're down here near the goal line, and only one word comes to mind for me, and that's overwhelmed, because they absolutely overwhelmed the offensive line. Yes! Nimmt der Dickste einen Touchdown mit, warum nicht? Jetzt am Ende sieht es natürlich tausendmal geiler aus, als es überhaupt war, ne? Aber in Wirklichkeit war es ein scheiß knappes Spiel und wir lagen auch hinten. Nice. Dix macht da weiter, wo letzte Saison aufgehört hat. Cook macht da weiter, wo letzte Saison aufgehört hat. Und Bridgewater macht auch irgendwo dazwischen weiter. Zwei Interception war natürlich echt bitter. Was kannst du aufs Knie gehen, Keule? Danke. So, damit ist Spielwoche Nummer 1 gerettet. Und der Bridgewater hat auch ein paar Touchdowns geworfen. Zwei Stück, glaube ich, waren es, ne? Immerhin etwas. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten gönnt euch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert das Rudel, wir würden uns drüber freuen. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische und zu Spieltag Nummer 2 gegen die Chicago Bears. Das war's von meiner Seite aus. Bleibt sportlich, bis morgen. Auf Wiedersehen.